Servus, da ist der Savi. Ich freue mich, dass ich da jetzt in Wolfsburg bin, freue mich auf die neue Saison und bin gespannt, was ihr für Fragen gestellt habt. Servus, Abi. Servus, ey. Schön, dass du bei uns bist. Danke. Unsere Fans haben ein paar Fragen gestellt und jetzt gesagt, wir starten mal gleich. Passt. Ja, die erste Frage liegt auf der Hand. Warum bist du zu uns, zum WRC gekommen? Ja, ich denke, dass das einfach die perfekte Lösung für mich war jetzt. Ich wollte den nächsten Schritt machen, vor der WSG jetzt zu Wolfsburg. Das ist schon ein kleiner Schritt, finde ich. Und nein, ich freue mich einfach, dass das jetzt alles so reibungslos hingehauen hat mit dem Transfer. Und ja, freue mich jetzt echt schon, wenn jetzt bald die Saison losgeht. Wie gut gefällt es dir bei uns in Wolfsburg? Ja, sehr gut. Wie schon gesagt, hat alles reibungslos hingehauen. Die Mannschaft ist auch super. Haben mich, glaube ich, gleich super, super eingelebt. Bin auch von da in der Nähe von Wolfsburg. Deswegen, ja. Eigentlich alles perfekt hingehört. Für die neue Saison, was hast du dir vorgenommen? Was sind deine Ziele? Ja, mein Ziel persönlich ist natürlich, dass ich sehr viele Spiele mache, aber ich denke, wir als Mannschaft wollen einfach generell eine erfolgreiche Saison spielen, wollen einen guten Fußball zeigen. Ich denke, die Qualität haben wir in der Mannschaft. Das hat man jetzt auch in der Wochenvorbereitung hat man das schon gesehen. Deswegen glaube ich, können wir da alle ein bisschen gespannt sein auf das. Wieso hast du dich eigentlich für einen Zehner entschieden? Ja, ich weiß nicht, so viele Nummern waren immer frei. Die sieben hat ja der Kerschi. Jetzt habe ich in den letzten Jahren eigentlich immer die sieben gehabt, aber na, zehn habe ich auch schon mal gehabt, deswegen habe ich mir gedacht, die nehmen sie gleich wieder mal. Wenn du nicht gerade Fußball spielst oder trainierst, was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Ja, ich bin jetzt ein bisschen wieder so ein bisschen Tennis spielen gewesen im Sommer. Sonst ja, einfach mit Freunden was unternehmen, Kaffee trinken gehen. Wenn die Freundin einmal aus Tirol da ist, mit ihrer was sie unternehmen. Deswegen sind da immer genug Möglichkeiten bei mir da. Die Fans wollen noch wissen, wer ist dein größtes Vorbild? Also richtiges Vorbild, glaube ich, habe ich jetzt nicht. Vielleicht mein Cousin, weil er doch ja, erstens ein super Spieler ist und zweitens, weil er es schon ja, ein Familienmitglied sozusagen ist und du das alles hautnah miterlebst. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Vorbild habt, dann ist es er. Dann sage ich danke, dass du Zeit genommen hast Danke. und wünsche dir noch ein schönes Trainingslager. Danke. Und danke für die Fragen.